Immer wieder kommt es auf Skipisten zu Unfällen, auch in Ovifat. Kleine Verletzungen sind hier an der Tagesordnung. Einen solch schweren Unfall wie am vergangenen Samstag hat es hier jedoch schon seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Es war ein niederländischsprachiger Skifahrer. Wahrscheinlich da in dem Weg war ein Kind und er hat die Geschwindigkeit nicht beherrschen können. Und er ist da in den Büschen reingefahren. Wie schwer waren seine Verletzungen? Die waren ziemlich schwer, das haben wir sofort gesehen, weil wir warten. Nach 2 Minuten waren wir da, alle Verantwortlichen sind nicht weit. Sie sind zu dritt gekommen, um ihn zu beherrschen, weil er bewährte sich immer. Und wir haben sofort, ich war auch sofort da, und wir haben gesehen, dass es sehr schlimm war. Also haben wir den Krankenwagen gerufen und sofort den Hubschrauber aus, war auch. Rund 2000 Besucher waren am Samstag in Ovifat auf der Piste. Eine Rekordzahl. Die Rettungsdienste waren vorbereitet, ihr schneller Einsatz vorbildlich. Der Krankenwagen ist auch sofort gekommen. Ich meine, die waren Standby in Bottrosch. Nach 5 Minuten waren die da. Und ein paar Minuten danach ist der Hubschrauber auch gekommen. Und danach ist auch noch die Feuerwehr aus Weißmus gekommen. Ob der Mann möglicherweise alkoholisiert war oder unter Drogen stand, ist noch nicht klar. Für die Pistenbetreiber ist der Unfall jedenfalls Anlass, über weitere Sicherheitsvorkehrungen nachzudenken. Man kann immer nachdenken, was können wir besser machen. Aber wissen Sie, wenn man alle 20 Jahre einen Unfall hat, dann sind wir die Schuld. Weil ich muss sagen, ich bin wirklich stolz von meiner Mannschaft. Das Tragen eines Helms ist in Ovifat nur für Kinder und Skischüler Pflicht.